danke Beat Doniolo für die Nominierung, für die Mutmach-Message. Genau am heutigen Tag, am Tag des Buches, ein Volltreffer. Unser Mutmach-Projekt vom Einklang Verlag richtet sich an Kinder. Alle dürfen mitmachen, die gerne ein Buch gestalten mit ihren Bildern. Und das heisst, komm mit mir ins Wunderland. Lustige Verse zum Schmunzeln, Staunen, Nachdenken. Und ich glaube nämlich, dass Kinder Krisen besser bewältigen, wenn sie können partizipativ bei einem grossen Ganzen dabei sein können. Besonders auch jetzt, wo sie ihre Gespähnchen nicht besuchen können. Wenn sie sich auch vertieft mit Literatur, mit Kunst beschäftigen können, gereimte Texte geben ihnen besonders auch ein Gefühl für Sicherheit und Struktur. Konstruktiv und kreativ können sie dabei sein. Und sie können sich freuen. Im September gibt es eine Buchvernissage, wo Kinder ihr Buch in der Hand haben können, wo sie mitgemacht haben. Also, ältere Lehrpersonen, die Kinder haben, in diesem Alter, sagen wir bis 3. Klasse, die mitmachen wollen, gehen einfach auf Google, komm mit mir ins Gwunderland und dann kommen wir da auf die Informationen. Mein Anliegen ist, dass Kinder in ihrem Potenzial sich bewegen können und das können ausleben. Dass sie ihr Ding finden und ihren Weg gehen können. Dass sie selber denken und fühlen und das auch zusammenbringen. Das ist mir auch als Focusing-Trainerin wichtig. Und ebenso in der Ausbildung und Weiterbildung von Lehrpersonen. Die spezielle Zeit können wir hoffentlich nutzen, um herauszufinden, was mir persönlich wichtig ist. Wie ich mich mag einbringen in die Welt, damit sie etwas farbiger und friedlicher wird. Ein weiteres Projekt ist «Zuhause lernen». Das ist eine Plattform auf Facebook, die auch partizipativ ist. Alle Eltern und Lehrpersonen können ihre tollen Ideen dort teilen mit den anderen. Und analog gibt es auf meiner Homepage www.ein-klang.com unter Methodik auch einen Ordner «Zuhause lernen». Und dort hat es ganz viele Ideen, was Kinder können musikalisch machen können, dass sie Spass haben und dass es sinnvoll ist. Und jetzt wünsche ich uns allen, dass wir wach, zufrieden und gesund bleiben.